welche vor mir hatten. Also, naja, im Alter müsste ich überall, wo die Bärbe aussehen. Das ist ja per Google. Aber wir haben schon gehört, dass es nicht ganz sicher sind. Wir sind brett nicht Deutschland gefahren, dann müssen wir die Bärbe aussehen. Aufruf zu Lauf 9, Bahn 1 Martin der Eskenecker 1, Bahn 2 Jasmin Moltege Biberach, Bahn 3 Charlotte Lehr, SSV Ulm, Bahn 4 Marie-Rebecca Horschitz, SVR Stuttgart, Bahn 5 Bente Fischer-Necker Sulmer Sportunion, Bahn 6 Eika Ocker VfL Sindelfingen, Bahn 7 Caroline Margot Schwille, SSG Reutlingen Tübingen, Bahn 8 Annika Müller, VfL Weidlingen. Ich habe leider eine weitere Disqualifikation aus Wettkampf Nummer 22, 100 Meter Lagen Weidlingen. In Lauf 2 auf Bahn 3 hat die Schwimmerin Amelie Wahlberg von TuS Metzingen nach der 75-Meter-Wende einen kompletten Brusttauch zugemacht. Uhrzeit der Bekanntgabe 11 Uhr.